Die neu entdeckten Ruinen liegen am Ende dieser Stufen. Die alten Ronka verehrten bekanntlich Tiergestalten als Götter. Aber das hier ist eindeutig keine Statue eines gewöhnlichen Tieres. Von der Größe her ganz zu schweigen. Wirklich beeindruckend. Sie wirkt fast lebendig. Echt witzig. Und hier wieder eine Eulenstatue. Die versiegelte Tür befindet sich da hinten.
Wie du siehst, steht wieder ein Sockel leer. Wahrscheinlich muss man da auch eine Eule draufstellen. Das wirkt etwas zu einfach. Ich kann auch keine versteckten Mechanismen erkennen. Wartet, hier steht etwas in der Ronka-Schrift. Wisse, wer den Schlaf der Heldin stört, das Siegel bricht und den Tiergott erweckt. Warte, nein! Was passiert? Passt auf! Das Ding bewegt sich! War ja klar. Dann eben mit dem Holzhammer.
Arbeit. Puh, scheint, als wären wir wieder zurück am Anfang. Du wolltest wohl sicher gehen, dass wir nicht aus der Übung kommen, hm? Naja, immerhin sollten wir jetzt die versiegelte Tür aufkriegen. Ende gut, alles gut. Den erweckten Tiergott haben wir ja kennengelernt. Nun sehen wir mal, was es mit dieser Heldin auf sich hat. Wie ich es mir gedacht habe. Eine Grabkammer.
Vermutlich die letzte Ruhestätte einer Heldin aus dem alten Ronka-Kaiserreich. Dieses Bild, das sieht ja aus wie eine Wies. Sollte das hier etwa das Grab der Großmagierin Tuna sein? Tuna war eine legendäre Heldin aus der Zeit der Ronka. Es heißt, ihre magischen Fähigkeiten seien gottgleich gewesen. Sie soll dem Reich den Frieden gebracht haben. Und ich dachte, die Sage von Tuna sei ein Märchen. Doch wie es scheint, hat sie tatsächlich existiert. Also ich habe immer daran geglaubt. Das ist doch... Wenn der Sternenregen fällt, erwacht die Macht der Helden. Der Legende nach hatte die Großmagierin Augen, die die Wahrheit sehen und Ohren, die die Stimme des Herzens hören. Das klingt ja fast wie die Kraft des Transzendierens. Das alles kann kein Zufall sein. Ein Sternenregen, der auf die Welt hinabgeht. Eine mystische Kraft, die in jenen erwacht, die ihn sehen. Ich habe die gleiche Geschichte auch im Ursprung schon gehört. Der Zusammenhang war mir bisher nicht klar. Aber nun habe ich eine Vermutung. Die Wandmalereien, die wir damals bei unserer ersten Reise in die Irrungen erblickten, zeigten den Anfang des Endes. Den Beginn der Zersplitterung. Erinnert dich dieses Bild nicht auch daran? Und hast du nicht mit eigenen Augen einen Sternenregen gesehen, in den Szenen der letzten Tage, die Emmet Selch für dich inszenierte? Vielleicht sind unsere Seelen und unsere Erinnerungen auf eine uns noch unerklärliche Art und Weise miteinander verbunden. Das könnte von höchster Bedeutung für den Wesenskristall sein. Nehmen wir mal an, dass sich in den Äther unserer Seelen, in einer weit entfernten Vergangenheit, ein Abbild vom Ende der Welt eingebrannt hat. Wenn man dann einen ähnlichen Sternenregen sieht, löst das in uns vielleicht irgendeine Art von Reaktion aus. Das muss es sein. Mit den Theorien der Ätherologie war die Kraft des Transzendierens bis heute nicht erklärbar. Aber was, wenn sie in Wahrheit eine Kraft aus der Zeit vor der Spaltung des Planeten ist? Eine Gabe, die sich manifestiert, wenn die Erinnerung an den Untergang wachgerufen wird. Tut mir leid. Als Gelehrte sollte ich nicht wild spekulieren. Ich wünschte, ich hätte einen Beweis, um diese Hypothese zu untermauern. Aber den werden wir hier wohl nicht finden. Aber eines steht fest. Der Blick auf dieses Wandgemälde ließ mich sofort an das Ende von Amauro denken, dessen Zeuge wir wurden. Ja, vor seinem Ende bat uns Emmet Selch, die Ashiens als Volk in Erinnerung zu behalten. So wie wir diese Ruinen beschützen, so haben die Ronka stets das Vermächtnis der Vergangenheit bewahrt. Die Überlieferung an die nächste Generation war ihnen sehr wichtig. Doch es gibt ein ermahnendes Sprichwort. Man kann die Vergangenheit entweder studieren oder man kann sie erfahren. Die Sicht auf die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus ist immer vom eigenen Blickwinkel und den eigenen Vorstellungen verzerrt. Das ist wohl wahr.
Wir haben zwar den Untergang Amaurots gesehen, aber sicherlich wurde unsere Erfahrung ebenfalls von unserer eigenen Perspektive und unseren Vorstellungen beeinflusst. In diesem Licht betrachtet, ist es vielleicht sogar unmöglich, Emet Seys Erinnerungen an sein Volk je angemessen zu würdigen. Ich glaube, wir haben die Ruhe dieser Ronka-Heldin lange genug gestört. Wir sollten langsam nach Fano zurückkehren.